Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir sind heute Gäste auf Schloss Neufinkenstein. Nicht weit von hier entfernt die Grenzen zu Jugoslawien und Italien. Ganz in der Nähe der Farkasee. Von hier kommen unsere Jagdhornbläser her. Und auch ganz in der Nähe die alte Burgruine von Finkenstein. Ein historischer Boden. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts kämpften hier die Finkensteiner, die Schlossherren, zusammen mit den Spanheimern gegen die Bamberger um den Zugriff zum Süden, zu diesem Tor nach Italien. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war einer der berühmtesten Gäste der Dietrichsteiner, die die Burg dann übernahmen, Kaiser Maximilian I. Er kam hierher, um zu jagen, um zu klettern, aber auch um Feste zu feiern. Und es wurde musiziert, wie es der Adel dann Jahrhunderte herauf auch getan hat. Aber auch das gemeine Volk rundherum hatte Lieder und hatte die Musik. Und die Musik dieser beiden Schichten wollen wir heute vergleichen. Beginnen wir beim gemeinen Volk. Jahrhundertelang wurde aus Kärnten hinunter nach Italien das Holz geführt und herauf der Wein auch geschmuggelt. Ich bezweifle, dass heute die Fernfahrer so schöne Liedlern haben, wie es damals die Fuhrleut gehabt haben. Und das Finkensteiner Sextett wird uns ein altes Villacher Fuhrmannslied bringen. Es ist Taschenre, so juhe, als Vorwerk auf der Stroß. Hodare, ritu jo, hodare, ritu jo, als Vorwerk auf der Stroß. Ist kein lustiges Leben, als ein Fuhrmann abgeben, hodare, ritu jo, hodare, ritu jo. Es ist Taschenre, so juhe, als Vorwerk auf der Stroß. In der Früh steh auf, du Iros putzen, die Könnerin schaut mir zu. Hodare, ritu jo, hodare, ritu jo, die Könnerin schaut mir zu. Und sie grüßt guten Morgen und lacht her ohne Sorgen. Hodari, du, io, hodari, du, io. In der Früh steh ich auf, tu die Ros putzen, die Könnerin schaut mal zu. Oft sag's, lieber Fuhrmann, was tust schon auf, es ist ja noch gar früh. Hodari. Hodare, ritu jo, es ist ja noch gar früh. Und ein Glas Rosoli und der kehrt jetzt für die. Hodare, du jo, hodare, du jo. Oft sagt's, lieber Fuhrmann, was tust schon auf, es ist ja noch gar früh. In der Früh sind sie nicht gerne aufgestanden, die Fuhrleute. In Kärnten hat man gesagt, wenn einer Fuhrknecht werden will, legt man zuerst 3 Jahre lang auf den Misthaufen und dann ist er richtig faul und nachher kann er erst Fuhrknecht werden. Herr auf Schloss Neufinkenstein ist Harald Pehr. Sie haben für die Musik was übrig? Ja. Ich höre da drinnen schon die Fürnitzer Harfenmusik spielen. Wollen wir reingehen? Wollen wir uns an? Gemeine, fein. Aha. Steht schön drauf. Kaspar, Melchior, Balthasar, gell? Ja, nur das heißt bei uns anders. Das ist Kas, Milch und Butter. Und den haben wir auch drinnen? Den haben wir auch drin. Na fein, na gehen wir rein. Sehr gut. Dankeschön. Thank you.
sind Sie, die Fürnitzer. Grüß Henk. Und gespielt, glaube ich, haben Sie eine Masurka, so nach der haben die feinen Herren früher getanzt, die haben sie sich spielen lassen, wenn sie getafelt haben. Harfenmusik, Herr Lindner, für Kärnten ein ziemlich seltenes Instrument, würde ich sagen. Ja, ziemlich selten, aber jetzt ist es in Kommen in Kärnten. Das heißt, die jungen Leute greifen ja wieder zur Harfe. Ja. Und wie lange spielt der Herr Lindner schon Harfen? Ja, ich möchte fast sagen, seit meiner frühesten Jugend. Und da habe ich so, also mein Vater hat ein Konzertharfen gehabt, der so heimlich spielen, weil ich durfte offiziell nicht herumklempern drauf. Und dann, wie ich 14 war, hat er mir einen gekauften Harfen. Und seither spielt man so richtig los. In Kärnten, das ist lieb. Und jetzt, glaube ich, gehen wir wieder ein bisschen zum bäuerlichen Leben und da drüben. Da sehe ich schon wieder was ganz Gewaltiges, da gehen wir jetzt hinüber. Das ist ein Leben. Das Diegringer Quartett. Meine Herren, dirndeln und essen. Jetzt habe ich einen Vorschlag. Jetzt werdet ihr es singen und ich werde was essen. Mahlzeit. Mich freut heute das bayerische Leben. Es kann ja nichts Schönes geben. Weil ich ein Bauer bin, bin ich's heute gern. Drum tausch ich den mit keinem großen Herrn. Weil ich ein Bauer bin, bin ich's heute gern. Drum tausch ich den mit keinem großen Herrn. Was heut die Herren sein Speisen tut haben, bald essen sie taum, bald wiederum Raben. Schnecken, Schildkröten und allerhand Tier. Wir Bauern essen Nudel dafür. Schnecken, Schildkröten und allerhand Tier. Wir Bauern essen Nudel dafür. Und halt die Herren tun gern schlafen, so tun sie früh alle Komplimente machen. Aber mir bauen mir gern eins nicht, wer Asches Weible hat, der hat's am Pist. Aber mir bauen mir gern eins nicht, wer Asches Weible hat, der hat's am Pist. Über die dritte Strophe reden wir nicht. Ich würde sagen, wir reden über die zweite. Was haben die Herren gegessen? Ja, Schnecken, Schildkröten und allerhand Tier. Mhm. Und wir Bauern? Essen. Nudeln dafür. Kärntner Nudeln, drauf Gammelen, ein Specksalat dazu. Oh. Und da ist was Gutes drinnen, da ist ein Moos drinnen. Prost. Prost. Habt ihr mehr solche Lieder, die das Leben der Bauern besingen? Ja, freilich. Bauernlieder und von anderen Berufen natürlich genauso. Ist das ein altes Lied gewesen, das ihr gesungen habt? Vermutlich ein sehr altes Lied, also mindestens 130 Jahre alt, bin ich älter. Und jetzt würde ich sagen, jetzt tafeln wir wie die Herren. Jetzt lassen wir uns ein Tanzl spielen. Und da wird dann noch was dazu passieren. Mahlzeit dabei. Thank you.
Die Silvia und der Richard waren das. Haben Sie gesehen? Also Hund, der Richard, wieder das kann, das Haxelheben. Gespielt hat die Klagenfurter Volksmusik. Das Stück heißt Frigolia, stammt aus dem Rosenthaler Musikbüchel und ist eine Polka Française. Das gemeine Volk hat es viel netter gesagt an Franzais oder an Bayerischen oder an Tramplan. Nun, ihr beide kommt von der Volkstanzgruppe Latschach. Habt ihr das Tanzl extra für heute einstudiert? Nein, nicht extra für das einstudiert. Wir haben das vor eineinhalb Jahren gelernt für alte Musikanten. Und ist das so ein lustiges Tanzl? Ja, sehr lustig. Macht Spaß. Ja. Ja, ein bisschen schwitzen tut er, aber apropos lustig. Da gab es vor langer, langer Zeit lustige Geschichten, bösartig, ein bisschen oft liebenswert. Genannt hat man sie Moritaten. Dietmar Bickel und Gerfried Leute, die beiden werden Ihnen jetzt so eine Moritat singen. Die Fort ins Heim. Es hat ein Frau, ein junges Weib, das blieb so gerne im Haus. Sie bat auf ihren lieben Mann, er sollte doch fahren hinaus. Er sollte doch fahren ins Heim, er sollte doch fahren ins Lalalalalala, hei, oh, hei, er sollte doch fahren ins Heim. Der Mann, der dachte in seinem Sinn die Reden, die sahen gut. Ich will mich hinter die Haustür stehen, will sehen, was man mir tut. Will sorgen vor ins Heim, will sorgen vor ins Lalalalalala, hei, oh, hei, will sorgen vor ins Heim. Doch kommt geritten ein reites Mann zur jungen Frau herein. Und sie umfängt der Freundin ganz stracks in den Winden der Rhein. Mein Mann ist gefahren ins Heim, mein Mann ist gefahren ins Heim, mein Mann ist gefahren ins Heim, mein Mann ist gefahren ins Heim. Der Reiter fasst sie am Gürtel an und küsst sie nach seiner Begier. Der Mann, der hinter der Haustür stand, ganz wild trat er herfür. Ich bin noch nicht gefahren ins Heim, ich bin noch nicht gefahren ins Lalalalalala, hei, oh, hei, ich bin noch nicht gefahren ins Heim. Ach du, mein lieber, guter Mann, vergib mir diesen Fehl. Ich will den lieben und Herzen dich und kochen von Euler bis Mehl. Ich dachte, du wärst im Heim. Ich dachte, du wärst im Lalalalalala, hei, oh, hei. Du wärst im Heim. Und wenn ich auch gefahren wär ins Heim und drauf war Stroh, so sollst du noch immer mehr ein anderen lieben mal so. Doch vor der Teufel ins Heim, doch vor der Teufel ins Lalalalalala, hei, oh, hei, doch vor der Teufel ins Heim. Eine Geschichte, wie sie passieren kann, auch heute noch. Zwei vazierende Straßenmusikanten, wie sie zu den Bauern hinausgegangen sind. Dort haben sie ein bisschen zu essen gekriegt dafür und auch ein paar Münzen. Was ist das für ein schönes Instrument? Das ist eine Rad- oder Drehleier. Und wie alt ungefähr? Na, circa 200 Jahre alt. Sammeln Sie Instrumente, alte? Ja, nur in meiner Eigenschaft als Museumskustos sammle ich Instrumente. Aber als Kustos müssten Sie eigentlich nicht spielen. Nicht unbedingt, aber es ist halt mein Hobby. So hat jeder sein Hobby. Sammeln tut auch Hans Blechberger vom Katzstaller Quartett. Hans, du sammelst Balladen. Wie machst du das? Gehst du ins Museum? Nein, ins Museum gehe ich nicht. Ich gehe direkt zu den älteren Bauersleuten und bitte, dass sie mir es vorsingen. Nachher singen wir es zwei-, drei-, vierstimmig, einmal auch einstimmig, je nachdem, wie es passt. Und halt dreistimmig. Eine alte Ballade, der Graf und die Magd. Es spielt ein Graf mit einer Magd, von oben bis zum Morgen, und wir sind
hast, dein Ehr will ich bezahlen. Ich gib dem schönsten Reitknecht mein, dazu noch kommt der Dollar. Wann ist denn Herr nicht selbst kann haben, zur Mutter reis ich fort. Sie wandert über die Heidengrän bis zu einem fernen Ort. O Mutter, liebste Mutter mein, das muss sie ein Kind sagen. Ich hab gespielt deinen Grof, a Kind, das du ich trag. Es steht wohl am Dreivierteljahr der Grof dran von der Ehre. O Reitknecht, liebster Reitknecht mein, auf Sottle mir zwei Pferde. Die Pferde schon gesottelt sind, der Graf durchschwind aufs Reiten. Er reitet über die Heidengrän, da hört er die Glocken leiden. Ich weiß nicht, leitet zur Hochzeit ein oder leitet zur ewigen Ruhe. Wiegle reit die Fürche Bass, wohl Kroten tragen zu. O Troger, liebster Troger mein, lass mich Leichen schauen. Erzieh wohl ab das Leichen durch und schau unter die Augen. Bist du ja mein Herzliebste Quinn, es gab mir ganz du Herzen. Gestorben wegen mein, so leid ich auch die Schmerzen. Bist du's gestorben wegen mein, so leid ich auch die Schmerzen. Was soll man nach so einer traurigen Geschichte sagen? An alten Kärntner Saga, ihr der Mensch stirbt so leicht und mich bringt's völlig um. Aber so traurig wollen wir nicht aufhören. Wir haben 6 junge Leute hier vom slowenischen Gymnasium in Klagenfurt, die Mladimi, die jungen wir. Sie werden uns ein Lied singen mit dem Titel Abenddämmerung, ein Lied, das um die Jahrhundertwende entstanden sein könnte. Und die Maritza wird uns nun den Text kurz schildern. Ja, der ist ungefähr so. Ein junger Bursch kommt zu seinem Mädel und da tut er halt nach alten Brauch ein bisschen Fenster an. Und das Mädchen macht ihn dann tatsächlich das Fenster auf und dann gehen sie gemeinsam hinunter zum Teich. Und da tun sie dann ein bisschen rudern, ja. She's on the scribas the dine gore. His is the precious Cassione bo. In Lunchke Ukisha Prigida Jose. Na Vasi is thy spit le pole. Love.
Danke dafür, dass ihr gekommen seid. Wir müssen uns bedanken, dass wir Gäste sein durften auf Schloss Neufinkenstein. Das hier sind die beiden jungen, guten Schlossgeister. Nein, nicht Schlossgeister. Nicht Schlossgeister? Nein. Du bist die Barbara und du bist die Doris. Und jetzt bedanken wir uns bei der Mama, beim Papa, bei dem Ehepaar Harald Pehr dafür, dass wir Gast sein durften. Und für Sie, liebe Zuschauer zu Hause, Sie begleiten wir jetzt so zünftig hinaus mit Schwegelpfeifen nach Landsknechtsart.